Na. Oh, ich brauch Stoff. Das arme Reh war auch müde. Ja, die sind alle eben so schläfrig in letzter Zeit Ja, hier. schlafen. Das ist Ja, gut, ganz komisch ist irgendwie. ja schon 9:45, ne? Kann man Ja. schon mal ein bisschen müde sein. Oh, wie süß. Trotzdem brauche ich einen Hasen. Hier läuft gerade einer rum, den wollte ich mal eigentlich gerade jagen. Jo, mach das. Ich fing Aber schon auf. der ist weg. Ach so. War ein Weggelaufen. flinker Hase. Ja, da weiß schon, was ihm blüht. Der war nicht doof. Der war nicht doof. Er wusste, dass ihm das Fell über die Ohren gezogen wird. Oh ja, oh ja. Er hat die Armbrust schon gesehen. Er wusste Bescheid. Oha. Put, 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 put. Drecksvieh. Ah, jetzt hat er gedreht, der Sack. Steht er da noch? Oh ja. Ha! Kein Ist sehr Hase. gut. Doch, da ist ein Hase. Bleib stehen, du Vieh. Ha! Aus dem Lauf heraus in den Kopf geschossen. Ja, Oha. so siehst du Oha. aus. Na gut, stimmt nicht ganz Rücken. Naja, ist egal. Hunting Skills. Egal. Hey, liegt ein Wildschwein. Meins. Hier liegt einfach ein totes Wildschwein. Ah, nicht, dass er in der Nähe nochmal wieder ein Bär ist. Das ist immer so, ne? Müssen wir mal gucken. Ja, das wäre natürlich ungünstig, das. Ja, das wollen wir nicht haben. Aber was ist denn jetzt? Take all. Was bin ich jetzt schon wieder voll oder was? Gibt's doch gar nicht. Das gibt es doch gar nicht. Warum habe ich denn hier Bären einstecken? Aber ein Bär auseinandergenommen hast. Nee, hier so Bärche. Hier, was waren das? Johannisbären oder irgendwie Ach so, sowas? Bären. Hast du solche Bären nicht? Das Ja. sind großen Warum habe ich denn Bären. einen Bären? Warum hast du Warum einen habe ich denn Bären einen in der Bären Tasche? einstecken? Ganzen Bären in der Tasche. Das ist unglaublich. Was ist denn der da So rein, ein ey? Gummibärchen sein. Achso, ja. Was denn? Einfach so in die Tasche gehüpft, ey. Ja, einfach so. Nee, So. nichts, sehe nichts. Ja. So, da waren wir. Dann ist noch ein Zombie. So, der Darm kann rein, das Fell kann rein. Wildschweinpelz. Aber Wildschweinpelz braucht man da auch für irgendwas, oder? Ja, ich denke mal, dass man alle Pelze braucht für irgendwas. Ja, ich glaube, für irgendwas war Deswegen das. sammle ich immer alles ein. Kann nie genug haben. Dann können wir die Armbrust einmal aufwerten und das war's dann auch schon, ne? Ja. Also ist Materialtasche, jetzt brauche ich zum Beispiel einen Fuchspelz, okay. Müssen Huch. wir aber eigentlich auch da haben. Obwohl, nee, Fuchs haben wir, glaube ich, noch nicht. Nee, Fuchs ist mir vorher nur einer entgegengekommen, da war ich dann zu langsam. Also im Singleplayer, da habe ich so viel Fuchsfelle und Fleisch, weil die mir immer in die Falle Ach gehen, die ja, habe ich Biester. gesehen, ja. Habe ich gesehen. Die Also, ganzen Fallen waren voll, ja. ja, also es ist unglaublich, echt. Kein einziger Hase, aber die alles voller Füchse. Das ist unglaublich. Unglaublich. Unglaublich, was die meinen, wer sie sind. Ja. Füchse doch. Oh, was So, ist was das hat denn? jetzt eigentlich gefehlt? Ich glaube, die Oh, da ist der Nägel und die Fox, hey. Ziegel. So. Ach ja. Ziegel brauchen wir noch mal ein paar. Zement können wir auch noch mal was machen. Und Nägel. Machen wir auch alle. Können wir vielleicht zwei oder drei Stück mal. Wollen wir dann lieber die Falle oder lieber unser Fundament upgraden? Wo wir draufstehen? Wusste gar nicht, dass man die Fallen auch upgraden kann. Nee, ich meine den Fallweg, die Fundamente oder da, wo wir draufstehen, die Fundamente upgraden. Nee, die Fallen. Ja, ne? Ja. Würde ich jedenfalls sagen. Macht, glaube ich, am meisten Sinn. Hier ist auch nochmal ein Riesenhaus, wo ich gerade bin. Macht der denn da gerade Yoga oder was? Hat der da? Wer weiß. Ah, jetzt für ein Mann? Ziegelstein. Sieht gerade, glaube ich, gerade ein bisschen gestreckt. Oha. Ja, das machen die, glaube ich, manchmal. Ja, sieht komisch aus. Denkst du, die Was machen gerade Yoga? aufgestanden sind. Das ist wahrscheinlich gerade aufgestanden. Kann sein. Der streckt sich auch gerade da hinten. Ist unglaublich. Und da hinten ist ein
Nee, ein Wildschwein. Oh, ich wollte schon sagen, das sieht aus wie ein Bär, aber nein. Ich will keine Bären mehr. Ich will keine Bären mehr. Diese Scheißviecher. Gummi oder Plastik? Aber ich meine, es gibt auch tatsächlich Anti-Bärenfallen, gibt es auch. Echt? Ich meine ja. Ich muss mal gleich mal gucken. Unter B. Ich meine. Ja, guck mal hier, zum Beispiel Animal. Unter Animal brauchst du ja nur gucken. Da ist eine mittelgroße Tierfalle. Und das ist ja so eine Bärenfalle. Also die müssen wir mal gucken, vielleicht mal. Ja. Nicht, dass wir da selber reinlaufen. Ich weiß nicht, wie empfindlich die Dinger sind. Gute Frage. Oh, Lute, 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 Lute. Tschüss. Tschüss. Oh, das. Biegt doch nicht rechts ab. Huhu. Das ist ein cooler Sticker. Wo hast du denn den her? So. Hab dich. Huch, was hab ich jetzt gedrückt? Ich hab die. Achso, ich hab die Armbrust raus. Gott, bist du erschrocken. Zack, du kannst weg. So. Endlich. Endlich ist er da, der Zweihänder. So, wo habe ich denn das Tierfett drin? Take it all. So, du kleiner Krieg. Tja. Hier ist noch Schwarzpulver. Bär oder nicht Bär? Oder Wildschwein? So, lass mal das hier rausnehmen. So. Wildschwein. Stein, siehst du, dann kann man das noch machen. Warte mal. Wir haben es schon wieder 19 Uhr. Oh, ah ja, stimmt. Hey, können wir so langsam wieder Zeit. Mal gucken. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Ich kann mir eigentlich nur wieder ein paar Bolzen herstellen. Obwohl, naja, gut, Bolzen. Ich glaube, für die Ordnung brauchen wir keine Bolzen mehr. Ja, ne, ich glaube nicht. Das können wir ganz entspannt zuschauen. Davon gehe ich aus. So, Eisenbarren. Zack, Eisenbarren. Da, 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 da. Ich schreibe mich da schon wieder von der Seite an. Oh, du, moin. Hey, du bist ja richtig fix. Hey. Da muss ich dich wohl mit einem Katana wegfräsen. Mensch, du, ich hab dir gesagt, du sollst mich nicht angrabbeln. Ich bin hier nicht. Du. Ja, die sind ganz schön aufdringlich. Corona Abstandsregeln hier. Mensch. Alter, die haut mir aber ganz schön auf die Schnauze. Oha, ist aber unfreundlich. Wollt ihr mir mal genau angucken, das ist so eine Hippie-Braut. Was? Oh, da ist noch einer. Was ist Hippie-Braut? Oh Mann, ey. Na, was ist hier los? Also, ist ja, den können wir mal mitnehmen hier. So. Oha, jetzt ruckelt's ein bisschen. So. So, Bolzen, Bolzen, Bolzen. Forschungsmaterial plus eins, hey. Geil. So, dala. Weswegen bin ich überhaupt losgelaufen? Ich weiß gar nicht mehr, warum ich überhaupt losgelaufen bin. Ich glaube, ich wollte Stoff haben. ich glaube, das war Stoff. Habe ich überhaupt Stoff mitgenommen? Nicht so. Doch, naja, 14 Stofffetzen, da kann ich ein bisschen Stoff draus machen. Ja, dann okay. Da war der Trip wenigstens nicht ganz umsonst. Laufe durch die Gegend, loote einfach irgendwas und weiß gar nicht, was ich überhaupt looten soll. Geil, echt. Ja, das kenne ich. Das kenne ich. So, machen wir das noch weg. So. Ach du Geier, das ist kein Geier, glaub mir. Oh, die das Geier wären sonst auch meine Viecher. Ja, die Geier ist echt abartig. Alter. Geh mir so auf die Klöden. Ja. Oh, hier ist Eisen. Ich gleich mal mit. Zack. Na. Zack. Oh. Das hat sich aber nicht gut angehört für den Hasen. Ach, ein Schneidwerkzeug soll ich jetzt auch noch bauen. Ach, du Grüne. Was war das?
Das war damit so ein Vogel, oder? Ja. Das hat sich gerade noch was Großem angehört. Ja, Vögel greifen wir noch nicht an, also. Ja. Noch nicht, weiß man nicht. Noch nicht, ja. Wer weiß. Vielleicht kommen irgendwann die Zombie-Vögel. Ja, wie gesagt, da kommt sicherlich noch einiges hier. Würde ich auch cool finden, irgendwie. Das glaube ich auch. Ach, ist das so, Rinsa? Inwiefern, meinst du jetzt bei Seven Days oder meinst du hier bei Night of the Dead? Wahrscheinlich jetzt Seven Days, meinst du, ne? So, die Bäume müssen weg. Stachelwerfer. Ach so, gut. Geh ich mal eben dahin. Können wir ein bisschen upgraden. Können wir zwei? Oh, sehr zwei Kaninchenpelz. Munitionstasche. Lebensmitteltasche. So, lala. Was fehlt hier? Eisenstücke. Oh. Was? Das wird hier rumgestöhnt. Ja, das war ich. Achso. Weiß auch nicht, warum er sich da manchmal mitteilen möchte. Ja, weiß auch nicht. Vielleicht hat er ja irgendwelche Beschwerden. Fragt man ja mal nach. Ja. So. So, da mal ein bisschen Stoff herstellen. Zack. So, Stoff haben wir. Aber war hier noch ein kleiner Stein. Zack. Was ist das Ei? Was ist das mal da? Hä? Jetzt bauen. Ja. Schneidwerkzeug. So, einmal Ei. Fallmaschine. Einmal. Zack. Irgendeiner schleicht da draußen rum. So. Achso, warte mal. Ich kann doch. Dann du und du. Da ist auch noch Munition. So, dann kann ich noch mal Forschung. Ja, Farming. Was war das? Flexibilität. Oder Ausweichen. Ah, Ausweichen, ja, fehlt mir was. Was willst du ausweiden? Ausweichen. Ausweichen, ja. Also, ausweichen, das passt ja zum Spiel. Also, ja, das ist richtig, ne? Ist ja nie so... so. Hätte mir auch ganz gut gefallen. Ach, hier unten, guck so, mal hier. Guck mal hier. Guck mal, kann man gleich was ausprobieren, mein Freund. Ich hätte was für dich. 3 Nägel und 6 Seile. Moment. 3 Nägel, 6 Seile. 3 Nägel. Na komm. Nee, geht nicht. 6 Seile. Haben uns mal kurz deinen Nachbar besucht. Das ist ja nett von ihm. Ja. Bin da schnell. Aber der hat sich schlafen gelegt, der war müde. Ja, ist auch in Ordnung. Ja. Eisen brauche ich 5 Stück. Na toll. Oh. Was findest du denn jetzt um die Uhrzeit noch Eisen, ey? Ja. Auf dem Weg habe ich noch ein bisschen was abmontiert. So, da ist ein Schneidwerkzeug. Da ist alles okay. Ich brauche nur 5 Eisen. Nur 5. Oh, cool. Ein Fuchs. Gut. Nee, eine mal. Was brauchen wir dafür eigentlich? Ach, das ist eigentlich recht günstig, das mittelgroße Tierfall ist eigentlich... Ja? Ja, Dion, vielen Dank für deine 100 Bits. Dankeschön. Bleib doch mal da, Fuchs. Och, ich will nur noch reden. So, öffne mal Bethel oder Mili. Achso, das Schneidwerkzeug soll ich bauen. Hm? Oh. Fuchs ist auch wieder müde. Hm. Der Arme. Oh, noch ein Panel bauen. Och, nee. Ah, das ist auch so unnötig. Das stimmt, ey. Wir haben bald keinen Platz mehr hier. Von jeder Falle eine baut, langt doch. Ich weiß nicht, warum er 2 Pendel und 2 Kompressoren braucht. Ja, verstehe ich auch nicht wirklich. Ja.
Einfach nur, um dich zu nötigen, darum geht es eigentlich in dem Spiel. Wahrscheinlich, ja. Um mehr geht nicht. Ja. So. Ich brauch Eisen. Eisen, Bobeisen. Du, und ich will eigentlich noch die eine oder andere Mauer bauen hier. Ist der so. Ich brauch jetzt für nichts. Ein Seil brauche ich noch. Ein Seil. Ein verkacktes Seil. Ein Seil. Zack. Ach, der Neuronenfrost. Wanddurchbruch. So. So. Zack. Ja, siehst mal. Dieser großartige Stream. Das hast du aber schön gesagt. Danke. Great. Bearbeiteter Stein, Zement, ja. Ja, ist ja alles so schön. Bearbeiteter Stein, Zement. So. Ah, 10 Eisen, jawohl. Jetzt kann ich meinen Zweihänder aufwerten. Stein, sehr gut. Halsbrocken. So muss das. Kalkstein. Hey, wo laufe ich denn lang? Total verwirrt, ich laufe in die völlig falsche Richtung. Ja, passiert schon mal, ne? Bin ich ja froh, dass da jemand meine Fahne gesetzt hat. Ja. Genau, weil ich nämlich genauso spiele. Ja. Genau aus dem Grund mache ich das. Machen wir weil heute ich das nur kenne. Ja, wir machen heute ein bisschen Überstunden. Machen heute ein bisschen länger als sonst. So. Wenn wir schon mal die Chance haben, mit dem Nordisch zusammen zu spielen, dann können wir ja nicht einfach. Ah ja, es ist ja nicht das letzte Mal, von daher. Ja. Das ist ja schön. Schön zu hören. Von daher voll. Ist das alles. Oha. Ich stehe hier irgendwie an der Klippe. Jung. Ach, hier kommt man drauf. Ah, das ist ja cool. Da bin ich auch mal gespannt, ne? Hier diese, diese großen Tore, wenn du da mal in diese Minenschächte oder was auch immer das dann irgendwann mal wird. Ach so, ja, ich weiß, was du meinst. Da, wo du spawnst eigentlich, ne? Ja, genau. Da bin ich auch mal gespannt, ob du da vielleicht mal irgendwann rein kannst. Ja, aber das ist eben tatsächlich als Spawnpunkt gedacht. Also, ich weiß nicht, ob das tatsächlich so ein spezielles Areal nachher wird. Das glaube ich gar nicht mal. Aber. Nee. Weiß man ja auch nicht. Auf jeden Fall. Ja. So, zack. Also wir haben auf jeden Fall, unsere Basis auf jeden Fall voll mit Fallen. Also das ist schon mal klar. Ja. Also wir haben da nichts mehr. Kein Platz mehr. Das heißt, wir müssen anbauen. Echt? Ist schon alles voll. Ja, ja. Ich muss da noch ein Panel hinbauen. Du hast ja noch deine Dinger da. Ja, die Stachelwerfer, ja. Aber den kann man ja nebendran irgendwie hinbauen. So, wo konnte man denn hier Klebeband bauen? Ja, gut, die Stachelwerfer, ja. Ja. Klebeband, brauchst du einen Gummiring. Oh Gott. So. Aber es sieht schon ein bisschen heftig aus hier, unsere Basis. Das ist schon krass. Ja, die ist schon. Da geht was. Wie? Was brauche ich denn überhaupt noch alles für die. Ich hab auch schon wieder vergessen. Zack. Ein Eisenbarren. 10 Seile. 10 Seile. Hab ich noch irgendwo einen Eisenbahn gehabt, sag mal. Materialtasche. Oh. Das habe ich. Okay. Was ach, guck mal, da ist eine Materialtasche. 20% mehr. Kalkstein. Oder mit Damage in der Waffe. Hier habe ich übrigens noch Kalkstein. Also, wenn du noch ein bisschen Zement herstellen willst, ist ja auch noch was drin. Ne? Also, einfach mal reingucken. Ja. Ein Stein ist ja noch drin. Oh, ein ganzer. Ein ganzer Stein. Ein den ganzer Stein. Nur einteilen, ey. Ja, aber das ist der Stein, der dir nachher fehlt. Das ist es ja meistens. Ja, gut, das stimmt wohl, ja. Das ist immer dieser, genauso wie der Pfennig im Portemonnaie. Das ist immer genau das Gleiche. Das ist der eine Pfennig, der fehlt. Das stimmt. So, Special Melee Pendel. So, nochmal 10 Seile. So, was meint ihr? Ein Platz in Material oder in Zweihänder? Noch ein Punkt rein. In was? In Material? Entweder in die Materialtasche noch einen Punkt rein oder in Zweihänder. Materialtasche. Ja, wahrscheinlich. Würde ich machen. Ist wahrscheinlich besser. Seil. Ah, scheiße, ja, das kann ich gar nicht mehr. Kriegst du mich so nicht zusammen. Ich glaube auch. Und Tschüssikowski. So, bauen wir nochmal einen Fuchs und dann können wir. So. Also Eisenbahn. Ja, rumschreite. Aufmerksamkeitsbedürfnis hier. Sjö. So. Klebeband. Ich
Zahnrad, Gummiring, ja, Zahnrad. Hatte ich nicht noch irgendwas geupgradet? Ach so, hatte ich schon, alles klar. Gut, gut, gut. Ach, was waren hier die? War doch auch irgendwas mit kleinem Fleisch, ne? Ein Barren, ein Kupfer, drei Samen. Das ist ein Eisen. Das. Und das war aber. Ziegel. Ach, sechs Ziegel habe ich ja noch dabei, okay. Also sieben Ziegel habe ich jetzt, nicht nur ein, sondern sieben. Okay. So. Ich habe noch 10 Ziegel hier, wenn du noch welche brauchst. Nee, falls du welche brauchst. Ach so. Also müssen wir das mal zusammenschmeißen, dass wir so ein Material haben, dass wir das so wirklich zentral irgendwo haben. Naja, würde ich glaube ich mal eine Kiste oder sowas machen. Naja, bald haben wir soweit 24-7 zu streamen. Ja, da sind wir noch weit von entfernt. Ja, Renza, genau. Liebhaber von Pepsi. Ja, ab und zu schmeckt Pepsi ganz gut. Am Wochenende immer. So. Oh, okay. Pepsi habe ich schon ewig getrunken. Ne? Ja, Pepsi Max schmeckt gut. Okay. Ist halt eine Zero, ne? Also ohne Zucker und dann schmeckt es aber ganz gut. Ja. Tja, ich würde sagen, das sieht doch schon nicht verkehrt aus hier, was wir hier so gezimmert haben. Oh, zwei Ziegel. Ja, meine Kiste. Ich sag ja, meine Kiste. Ich eile. Da ist der eine Stein. Der eine Stein, wo nachher fehlt. Und du brauchst zwei. Ja. Zack. So, was haben wir noch? Da kannst du auch das Blut besser runterwischen hier von den Platten. Das ist schon in Ordnung so. Stimmt, ja. Aus dem Holz kriegst du immer so schwer raus, die Flecken, ne? Ja, das ist immer ein bisschen. Geht immer in die Ritzen rein, ja. Ja. Ein Ziegel und ein Nagel. Oh. Aber die Fallen selber kann man nicht aufwerten. Das wäre auch nochmal richtig geil. Das stimmt, ja. Gerade so das Panel, da kann ich mir richtig gut vorstellen beim Panel, dass du das Panel an sich noch brennend machst. Also so brennst, dass das hätte echt was Nettes. Das wäre geil. Oder dass du hier dann das die Blade, dass du da vielleicht nochmal extra Widerhaken oder sowas nochmal reinbaust und sowas. Das wäre auf jeden Fall nicht schlecht, ja. Muss ja nicht 1000 Stufen haben, aber wenn er so eine Waffe vielleicht oder so eine Falle vielleicht so 2, 3 oder 1, 2 Stufen hat. Ja, also 2, 3 Stufen hat. Oh. Ein Fuchs hat sich wieder verirrt. Na. Oh, ich habe ihn mal gerettet. Ich hab gerettet? Sehr keine Samen hier. Mann. Ich habe glaube ich 2 oder 3 Stück in der einen Kiste. Ja, nur für die eine Falle, mehr ist es nicht. So, Bolzen, brauchen wir Eisen. Oh, ich müsste nochmal. Boah, der Mond sieht ja stark aus. Ja, habe ich auch gerade schon gesehen. Der sieht echt nice aus. Der Mond sieht echt gut aus. Ach, hier habe ich das Samen. Mensch. Guck ich jetzt das Samen. So, 22 Uhr. So, gehen nochmal Stöcke sammeln. Stöcke habe ich tatsächlich auch nicht mehr so viele, okay. Wo sind denn die ganzen Büsche hier hin, ey? Komisch. Naja, weiß ich auch nicht, irgendwie. Komisch, ey. Irgendwie, als wenn die irgendwann klaut, ich weiß auch nicht. Ja. Unglaublich. Ganz komische Geschichte, ey. Ganz, ganz komisch. Lalala. Fuchspelz. Und nicht Fuchspelz, die zweite Ausbaustufe. Materialtasche, Fuchsknochen und Ducktape. So, hier okay. Fuchsknochen, Ducktape. Ich bin getropft. Respawn Bäume und Büsche jetzt eigentlich? Ja. Ja, die respawn. Also. Vorhin hatten wir ja vor der Falle Bäume und Büsche, die waren weg und die sind vorhin wieder da gewesen. Ja, das ist auch gut so, dass es so ist. Ja, klar, auf jeden und Fall. Und drehst du durch. Ja. Ja. Armbrust, könnte ich auch machen. Armbrust oder ja, Material? Das ist auf jeden Fall gut. So. Geht näher. Kriegt man gleich noch ein paar Blätter, dann können wir auch gleich noch ein paar. Von den Forschungszetteln machen.
Ja, die fressen ordentlich, die Forschungszettel. Ja, Wahnsinn, ne? Ich habe doch gerade 25 von rausgekriegt. Ich meine, gut, man farmt ja auch viele zusammen, aber das ist trotzdem echt heftig. Ja, ja, das stimmt. So. Halt falsch hier. Zack. Und. Ja, das sind echt nicht viele. Ach, Stofffetzen kann man jetzt ja auch. Ach so. Stofffetzen kann man ja auch herstellen jetzt. Ja. So, was haben wir hier? Fähigkeit. Schaden plus 3. Fallschaden minus 50%. Oh, das ist vielleicht nicht schlecht. Hä? Das langt nicht. Nein. Schade. Aber Fallschaden minus 50% wäre auf jeden Fall mal nicht schlecht. Matjes Brötchen, Frank. Ah, natürlich Explosionsgefahr. wahrscheinlich eher gut, Explosionsgefahr stimmt, ja gut. Zack, zack. Aber da wahrscheinlich stirbst du eher einer Gasvergiftung in der Zwischenzeit, also ich glaube, das ist noch nicht ganz so schlimm. Ah, so. So, warte, wir sollten das hier runterlegen. Achso. Wir sollten uns auf jeden Fall hier in der kleinen Butze so ein bisschen einrichten. Vielleicht mal so zwei gemütliche Sessel, sodass wir hier so schön entspannt rausgucken können. Oh ja, das wäre nicht da schlecht. Gab's ne? doch irgendwie sowas. Warte mal. Gab's da was? Fans nicht. Walls, Floors. War das? Utilities, Decoration. Ja, hier, Lederstuhl. Klar, gibt's. Hier gibt's. Ja, also. Lederstuhl, schwarzer Stuhl. Obwohl, das sieht alles so ein bisschen, also wenn du dir die Sachen so anguckst, den Lederstuhl, den schwarzen Stuhl und den Stuhl. Das sind alle so Sachen, die sehen so ein bisschen merkwürdig aus. Oh, warte mal. Zwei Nägel. Komm mal eben zwei Nägel. Ich hoffe, ich kriege zwei Nägel zusammen. Okay, ja, ist schwierig. Der Nägel? Achso, da. Also der Lederstuhl sieht schon schwer. Die sehen beide sehr schwierig aus. Also. Ja. Figuration. Schwarzer Stuhl. Ja, schwarzer Stuhl klingt allein schon verkehrt. So. Cool wäre es natürlich, wenn man sich da noch aufsetzen könnte. Das wäre echt nice. Das stimmt. Aber ich glaube, das haben sie nicht eingebaut. Ja, leider wahrscheinlich nicht, ne? So. Es fehlt noch ein Brett, ein Nagel. Oh nein, jetzt habe ich keine Eisenstücke mehr, oder? Ach, das ist so ein kleiner, niedlicher. Ach, das ist ziemlich viel wieder Eisenstücke, scheiße. Ja, leider nein. Kann mir keinen bauen. Kann man tatsächlich nichts mehr machen. Ist ja armselig. Habe ich jetzt aber nicht erwartet, dass man sich raussetzen kann. Nee, wäre schon cool gewesen, aber... Das sieht echt ein bisschen merkwürdig aus. Das sieht so wie so ein Sadomaso-Stuhl aus, ey, ganz ehrlich. Warte, ich gucke. Das sieht auf dem Bild ja schon schwierig aus, aber so ist es... Also. Okay. Ich dachte, das wäre so eine Art Barhocker oder sowas. Also. Fehlt bloß noch, dass er da mit dem Loch ist, hier wie bei James Bond, und dann unten schön mit dem Beutel gegen den Beutel. Oh. Ja, richtig, genau. Noch vielleicht noch ein paar Beinstützen dran oder irgendwas. Ja, so ein richtig abartiges Ding, ne? So, es geht gleich los. Dann können wir mal ganz entspannt hier so. Jo. Mittag, ne? Hä, hey, was jetzt bei mir? So. Hä? Bei mir fehlt die ganze Anzeige oben. Man hat hier so ein Bremer Bier, klingt für mich nach explosiver Diarrhoe, ja, genau. Ach, es gibt so Mischungen. Okay. Die sind ein bisschen abartig. Naja, du sitzt ja schon fast drauf. Also es sieht ja schon fast so aus, ob du drauf sitzt. Ja, aber das Bild, ich glaube, man kann hier aber auch nicht durchschießen, oder? Doch, kann man. Doch, das müsste eigentlich gehen, ne? Das geht auf einmal. Okay. Ja. Guck mal, Bolzen wieder. Craft, Cooking, Utilities, Bauernhof, ja. Puh, das frisst aber auch ganz schön, ey. Ja, so Bauernhof ist auch teuer, ja. Puh. Ich will hoffen, dass sich das dann wenigstens auch lohnt, wenn man einen Bauernhof baut. Ja, ja, nicht, dass du da nur ein Stück oder so rauskriegst. Ne? Ja, eine Pflanze zumindest, ja. Ja. Diese Schränke und Kommoden, da ist halt auch fast kein Platz drin, ne? Nee, also die Kommoden sind richtig scheiße. Ja. Also diese, die heißen, warte mal, wie heißen die? Das habe ich mir mal ausprobiert.
Der kleine Konsolentisch, ne? Konsolentisch, ja, genau. Ja. Also ich dachte mir, okay, der muss ja eigentlich besser sein als die Lagerkiste. Ja, ja, klar. Aber sieht da ja viel größer aus. Da sind ja irgendwie 4 oder 5 Plätze, dachte ich mir, was ist das denn für ein Scheiß? Ja, das ist echt bescheuert. Also, das war richtig mies. Da war ich richtig enttäuscht. Und vor allem, den kannst du auch nicht upgraden. Ach so, ja, das ist ja noch bescheuert. Ah. Ich finde es halt schade, dass bei der Beschreibung nicht drinsteht, wie viele Plätze du da bekommst, ja, wenn du den Schrank baust. Das, und das ob er halt upgradebar ist, das wäre auch nochmal super. Ja. Ich habe 32 Jahre bei der kleinen Landbrauerei in Bremen gearbeitet. Mm. Okay. Oh. Das Video ist nie gewohnt. Ach, Frank. Regal, Eisentisch, Tisch. Kieler Sprotten? Bär, nein, das gibt's nicht. Ist es denn wahr? Ist es denn ernst? Alter. Das ist doch nicht. Das kann nicht denn fucking ernst sein. Das kann nicht denn fucking ernst sein. Oh, ich behaupte mal, hier ist irgendwo in der Nähe ein Spawnpunkt. Hier muss in der Nähe ein Spawnpunkt von Bären sein. Und es geht los mit der Horde. Wahrscheinlich ist das schon die Horde. Er ist die Horde. Ich komme mir irgendwie gedisst vor, ey. 2 hat er schon gekriegt von mir. Oh Gott, ich bin tot fast. Oh. Das ist Bertram. Hab ihn. Oh Mann, ey. Ein Sack, ey. Zum Glück kommen die Zombies auch nicht sofort. Ja, ey, das wär's jetzt gewesen, weißt du? Ich meine, gut, die kommen sowieso nur vereinzelt, das ist nicht so dramatisch, aber... Ja, und sowas dann noch gerade 10 oder so. Ja. Ja, wahrscheinlich sind das nachher auch Bären, die da kommen, aber dann gleich 30 Stück und dann alle Zombie-Bären und dann... Na, keine Ahnung. Boah, das wär's, ey. So richtig harte Knochen. Ja. Aber die müssen irgendwo spawnen, das kann mir kein Mensch mehr erzählen. Das war jetzt der 4. Oder der 5. Ja, das ist schon krass, ja. Das habe ich ja auch noch nicht so gesehen oder erlebt, ja. Also, schon. Das hatte ich selbst im Singleplayer hatte ich das nicht. Also, das ist. Wir müssen hier irgendwo einen Spawnpunkt haben. Aber wir müssen tatsächlich mal sehen, dass wir vielleicht mal ab nächsten Tag oder ich weiß ja nicht, wie lange wir noch spielen wollen, dass wir da mal die Fallen mal bauen, dass wir die Bärenfallen mal setzen können. Ja, die Bärenfallen, ja, das stimmt, ja. Weil das geht mir richtig auf die Klöten. Das stimmt. Müssen wir nur aufpassen, dass sie selber nicht da reinlaufen. Also, ausprobieren würde ich die ganz gerne schon mal. Ich glaube, selber gehen die gar nicht, oder? Wenn du selber reinläufst? Das würde ich nicht drauf wetten. Ja. Da würde ich nicht drauf wetten. Also, wenn ich es ausprobiere, dann funktioniert das garantiert auch für Spieler. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Wahrscheinlich. Also, ich möchte ganz gerne mal gucken, wenn die gleich hier spawnen, wie weit die kommen. Die werden nicht weit kommen, aber... Anne Rohnfors schreibt, ich glaube doch. Da kommen sie. Ja, okay. Oh ja. Spaß uns deine Bolzen. Ja, stimmt. Ich hab's mir auch gar gedacht. Weit werden sie nicht kommen. Ja, du brauchst gar nicht so rumbrüllen, du gehst sowieso gleich drauf. Ja, guck mal. Toll, hast du dich aufgeregt. Ja. Der kommt jetzt ein bisschen weiter, der jetzt gerade angelaufen kommt. Der läuft ein bisschen. Er läuft in Zeitlupe. Ja, er haut doch nicht kaputt, boah. Oh, gut, ich hab ja noch extra gesagt, der kommt weiter. Ja, kommt er nicht. Die krepieren schon alle an der Treppe, wie geil das ist. Das ist echt so. Und dafür haben wir die ganzen Fallen gebaut. Ja. Gut, wir müssen ja. Aber ja, trotzdem. Aber kaputt ist auch schon der Bär. Rombokor! Wir spielen auf normal, ja. Wir haben normales. Wir spielen normalen Schwierigkeiten. Oh Gott. Ja, das machen wir natürlich nicht. Nee. Guck mal, wie er das schön zittert dann. Heute gibt es Zombie-Salami, ja. Geschnetzeltes. Das sieht auch schön aus. Schön blutig da vorne alle sehen. Ja, interessant wird das ja auch erst, wenn die richtige Zombie-Horde kommt, wenn die Lawine kommt. Obwohl die jetzt auch schon zu 2 zu 3 kommen, das ist schon. Upsa. Wenn man noch zielen könnte. Komm her. Du sollst dich hinlegen. Hallo. Oh, der ist, glaube ich, ein bisschen stärker. Ja, ich bin weg. Na, der weiß auch noch nicht so richtig, wohin soll. Was ja, ein bisschen, also ich wollte sagen, stärker. Ja, gut, der will. Jetzt will er nicht mehr. Jetzt will er nicht mehr? Hat er Hayabubu gemacht? Hayabubu, ja. Ah. Hey, du. Lauf doch nicht weg. Upsa. Oh nein, ich hab die Falle weggeschossen. Nein! Hä?
cool die. Das sieht so aus. Hey, was soll denn das? Ja, lauf mal hier schön durch die Falle durch, du Schmack. Weglaufen? Hallo, ich red mit dir. Na, lass sie laufen, was soll's. Das finde ich jetzt nicht okay. Hallo. Ups. Die laufen einfach alle mir vorbei. Ja, ich weiß auch nicht, was die vorhaben, was deren Plan ist. Oh, ich bin irgendwie... Geh weg. Fertig. Normal spielen du musst. Oh, nächstes Mal, das kann jeder. So. Chill mal die Base. Joa. Kommen jetzt nur vereinzelt. Mal gucken, hoffentlich kommen da gleich mal so 10 Stück oder so. Ich würde ja, die alle mal durchlaufen sehen, also so ein bisschen durch den Parcours des Todes. Ja, er ist echt schon ordentlich, ne? Also für ja. Nach 2 ist das schon... Das ist schon gut. Jo. Muss mal sehen, dass wir vielleicht den Parcours nach da ausweiten, dass die von allen Seiten noch so ein bisschen reingelaufen kommen. Ja, weil jetzt fixieren sie erstmal uns an und dann laufen sie erst da hin. Ja, das stimmt. Aber trotzdem ist die Wegfindung echt gut programmiert, muss ich sagen. Prost. Ja gut, so weit kommen sie nicht. Alter, jetzt echt bloß einmal nur vorne das hier, das Schnetzelding, das war's, ne? Ja, eigentlich schon. Vielleicht dahinter nochmal diese Bodenspikes, die sind eigentlich auch ganz cool. Ja. Ja. Da kommen sie erstmal eine Weile mit hin. Das stimmt, die Bodenspikes sind auch noch gut, ja. Eigentlich sind alle Fallen richtig gut. Bis das Einzige, was ich nicht so mag, ist dieser Schredder. Den finde ich persönlich nicht so geil. Aber ansonsten... Den, ja, geht. Den Schredder finde ich jetzt nicht so geil. Ich weiß nicht, ob man den längsseits montieren muss oder sowas. Ja, ich glaube schon. Also du musst praktisch, habe ich gesehen, wenn du einen Gang machst, rechts und links Wände und den längs... Oh! Ja gut, du musst ja auch selber noch durchkommen, ne? Ja, das geht. Das okay. Geht. Das geht. Naja, oder was du auch machen kannst, ist ja Fences. Also du kannst ja noch Zäune machen. Da brauchst du nicht zwingend Wände. Das geht ja auch noch ganz gut. Die Fans, ja. Die Fans finde ich auch nicht schlecht. Die fallen auch wieder aufladen. Ja, das machen wir schon noch. Vor allem insofern finde ich, die Fans ist eigentlich nicht schlecht, weil du da, wenn du die genug aufgewertet hast, durchschauen kannst. Ja. Dann sind es ja diese Metallgitter. Die finde ich echt nicht schlecht. Rombocore, also wie gesagt, die fallen aufladen, ja, wissen wir. Aber wir haben hier, wie viele Fallen sind hier? Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also, easy. Die schnetzeln sich so, das... Da, oh. Guck mal, die kommen nicht weit. Alter, hast du die eine gerade gesehen? Die ist gerade den Berg hochgeschossen von Pendel. Okay. Die ist gerade den Berg hochgehauen. Die Zombies springen später auch hierher. Das haben wir auch gesehen, beziehungsweise wissen wir ja. Oh, da kommen ein paar mehr. Guck mal, das macht doch Spaß. Oh ja, da kommen noch ein paar. Oh, hallo. Der ist gesprungen. Alter. Der Sack, Aber die sind trotzdem nicht weit gekommen. Guck, also die kommen gerade mal bis zum ersten Panel, dann war's das. Ja. Obwohl, nee, bis zum zweiten Panel sind sie gekommen. Hier ist auch noch Blut. Hm. Oh, süß. Guck mal, wie sie sich anstrengt. Oh. Er soll es halt einfach akzeptieren, ne? Ja, er soll einfach sein Schicksal akzeptieren. Ja, aber die sind anscheinend hier hochgesprungen, weil die Kompressoren sind nicht einmal losgegangen, ne? Ja, nee. Also der eine ist auf jeden Fall auch, der war hier im inneren Kreis schon dran. Nee, es ist klar. Ja. Weil dass es da Sprenger gibt, das wissen wir ja auch. Ja. Aber es war eigentlich bis jetzt noch nicht so wirklich nötig, da jetzt gegen anzugehen. Nö. Könnte man jetzt machen, dass wir nach und nach hier alles mit Mauern zupflastern, das kann man natürlich machen. Ja, klar. Aber das werden wir sicherlich auch. Oder hier zumindest mit Fences. Mit Fences, ja. Ja, also die zweite Nacht war schon mal ein bisschen... Oh, also massiger auf jeden Fall schon mal, ja. Oh, ja. Wir haben es easy. Ganz easy. Ja. War aber zu erwarten, dass es easy läuft. Ja. Bei der Masse an Fallen.